Hallo zusammen, willkommen zum nächsten Game und zwar Worldcraft. Sieht aus wie ein Minecraft-Klon und ist auch ein Minecraft-Klon. Obwohl es haargenau so aussieht. Ich finde auch krass, wie viele Klone es mittlerweile gibt, die eigentlich immer dasselbe Spiel zeigen. So, jetzt laufen wir hier mal her. Hier in der Mitte, da springt man übrigens. Also links in dem Steuerkreuz. Und ich kann mal eben kurz ein paar Sachen kaputt machen und klar, einfach nur drauf gedrückt halten, dann wird's abgebaut oder man drückt irgendwo die Landschaft, dann wird's hingebaut. Also altbekannte Minecraft-Techniken werden hier abgefragt. Und der Drop, den hat man gar nicht gesehen. Egal. So, warte. Oh nein, er haut irgendwo hin. Was ich halt ganz cool finde, immer in solchen Mobile-Versionen. Dass man, aber ich glaube, das bei Original Minecraft auch, zeige ich mal eben, dass wenn man in dem Craft-Menü ist, so, das ist mein normales Inventar, in dem Craft-Menü, immer rechts angezeigt kriegt, was man mit den Sachen bauen kann, die man im Inventar hat, beziehungsweise generell bauen kann. Also man kann jetzt quasi diese Wooden Planks herstellen und dann muss man hier links drücken. Das kann man natürlich schlecht sehen. Aber doch, kann man sehen. Also ich drücke jetzt gerade links, dann habe ich Holz. Dann drücke ich auf die Workbench. Dann gibt es hier noch verschiedene Kategorien. Sticks zum Beispiel. Machen wir ein paar Sticks. Rüstung kann man nicht machen. So, Workbench auswählen. Dann klickt man irgendwo hin. Dann steht die da. Und jetzt wird mir halt angezeigt, was ich jetzt in dieser Workbench bauen kann und was ich dafür brauche. Wie gesagt, finde ich nicht schlecht, weil ich finde auch, dass das normale Minecraft, wenn man nicht unbedingt ein Modpack zockt, dann fehlen irgendwie die grundlegenden Sachen. Weil es gibt halt Sachen in Minecraft, die baue ich nicht so oft, wie ein Tageslichtsensor zum Beispiel. Und dann wäre es geil, wenn es halt in-game stehen würde, wie es geht. Aber vielleicht kommt es ja noch. So wie hier zum Beispiel jetzt gerade. So, da ist zum Beispiel eine Chest. Komm, bauen wir mal eine Chest. Dann haben wir schon mal eine. Und wir können mal ein Werkzeug bauen. Oh, die Auswahl ist jetzt größer geworden. Aber ist eigentlich alles bei im Grunde. Also wäre Minecraft nicht vorher rausgekommen, dann wäre das hier wahrscheinlich sehr groß geworden. Und wir nehmen jetzt einfach mal. Was nehmen wir denn? Die Axt. Ne, gar nicht, die Pickaxe. Wir fangen an mit der Pickaxe ganz normal. Stellen dann noch eine Kiste daneben. Ah, so läuft das. Sehr, sehr geil. Oder auch nicht. So, und jetzt gehen wir mal. Wo war die Höhle? Hier. Ich würde sagen, wir spielen mal eine Runde bis in die Nacht rein und gucken mal, was dann passiert. Ich finde auch die Texturen, das sieht alles so. Also erinnert mich jetzt sehr, sehr an Zoatex zum Beispiel. Sehr, sehr stark an Zoatex. So, wir nehmen jetzt aber nicht die ganze Kohle mit. Wir wollen ja kein Let's Play starten. Wir wollen einfach nur mal testen. Wenn man jetzt keine Kohle für die Mobile-Version hat oder keine Karte zum Aufladen seines Kontos, ist ja immer verschieden, wie man die halt kriegt, dann ist es vielleicht eine Alternative, um zumindest mal ein bisschen Minecraft-Feeling zu haben. Ging das jetzt oder ist das einfach nur weg? Ich weiß es nicht mehr. Sehen wir jetzt. Okay, man braucht doch eine Stein-Pickaxe. Was bauen wir noch? Torches. Aber auch die Umrechnungszahl ist komplett alles gleich. Also, was weiß ich, zwei Holz, vier Sticks, eine Fackel mit einer Kohle oder ein Stick mit einer Kohle, vier Fackeln. Ah, nice. Hier noch was hin. Ich warte hier nur drauf, dass es dunkel wird. Ja, ein bisschen heller hätte ich die aber ganz gerne gehabt. So, dann da noch was hin. Bin voll der Beleuchter und jetzt kann ich da hinten mal das Zeug abhacken. Ah, jetzt haben wir sogar Eisen. Dann gucken wir gleich mal, wie wir einen Ofen machen. Drehen, Werkbank, Furnace. Gebaut, auswählen, schließen, Schritt zurückgehen. Oh, hochgucken, bauen. Ah, okay, man kann es halt separat anklicken. Oh, ich kann Clean Stones machen. Ach so, man muss jetzt. Ah, man muss es nicht aus dem Inventar ziehen, man muss immer in die Slots klicken und dann wird halt angezeigt, warte mal, ich kann das verbrennen. Ja, geil. Ich kann mein Holzwerkzeug verbrennen, geht das in Minecraft auch? Schreibt das in die Kommentare, das muss ich wissen. Ich schmeiß das immer weg, weil es scheiße ist. Ich meine, es ist sowieso scheiße, aber wenn ich es verbrennen kann, ist doch geil. Ist das doch voll geil. Sticks haben wir, jetzt machen wir uns mal ein richtiges Schwert. Da. Ja, eigentlich wollte ich sagen, eine richtige Pickaxe. Egal.
Und vielleicht noch ein paar Fackeln. Pick to game. Ah, sehr gut. Ist voll intuitiv. Gut, wir laufen jetzt mal irgendwo hin, um zu gucken, was es hier noch so gibt in der Umgebung. Und natürlich nehme ich mein Iron Sword. Ich hatte auch gerade in der anderen Welt gesehen, es gibt auch Pferde und so ein Kram. Also ich habe nur Pferde gesehen. So ein Kram habe ich jetzt nicht gesehen. Ach nee, das ist nicht schneller, das ist vorsichtig, damit man nicht runterfällt. Hier, so ein Kantenschutz. Gut, dass der jetzt funktioniert hat. Der ultimative Test an so einer Megakante. Hallo? Da eine Kuh. Die Kuh töten wir mal. Deswegen, Hunger kriege ich jetzt gerade nicht. Das ist sie wahrscheinlich richtig geil kaputt schlagen. Jetzt Achtung. Ja, lol. Gib das Ding einfach nur zur Seite. Aber Fleisch habe ich eingepackt, ne? Ja, sehr, sehr geiles Fleisch. Die Kuh sah aber schon ein bisschen rund aus. Die passte schon gar nicht hier hin. Jetzt wird dunkel. Aber keine Gegner, Mann. Ich denke mal, da ist irgendwas aus. Oh doch, da sind Gegner. Ja, wie kann ich denn hauen? Ja, krass. Oh nein! Jetzt. Stirb! Ah, okay. Selbst die droppen dasselbe, ne? Wie heißt das? Hat keinen Namen. What the fuck? Was ist das denn? LOL! Voll schwer, die Dinger. Oh nein! Oh, you died! Okay, die Gegner sind eigentlich ganz geil. So was brauche ich mal auch zur Halloween in Minecraft. Gut, wenn euch der Part gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben und schreibt ruhig mal in die Kommentare, was ich noch ausprobieren soll. Muss das nicht unbedingt so ein Minecraft-Kram sein. Ihr könnt ja auch mal reinschreiben, wie ihr sowas findet, weil viele spielen es wahrscheinlich, weil umsonst hat so ein Ding nicht 5 Millionen Downloads. Oder die meinen alle, boah, sieht aus wie Minecraft, lade ich mal runter. Und wenn sie das dann haben, denken die auch, ist ja Minecraft, habe ich schon. Kann ja sein. Gut, ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Spiel. Tschüss.